So, guten Morgen. Da es 10 Uhr ist und der Saal voll ist und es viele Fragen zur Bahn gibt, fangen wir lieber pünktlich an. Also freut uns, dass das so reges Interesse findet dieses Jahr. Wir sind ja einen Tag vor der Bahn quasi mit unserer Bilanzpressekonferenz, wäre jetzt etwas übertrieben. Wir machen ja den alternativen Bericht, aber das hat sich so als Tradition ganz gut bewährt, dass wir das einen Tag machen, bevor die Bahn ihren Bericht rausbringt, um eben auch eine etwas andere Sichtweise auf die Dinge zu ermöglichen. Und ich darf Ihnen vorstellen heute für die Pressekonferenz ganz bei Ihnen auf der linken Seite Winfried Wolf, ist Autor und Mitbegründer des Bündnisses Bahn für alle und der Expertengruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn und maßgeblicher Verfasser dieses alternativen Geschäftsberichts der Bahn, den Sie in den Pressemappen finden oder sonst auch noch hier sich mitnehmen können. Dann Wolfgang Hesse. Ist auch Mitglied bei Bürgerbahn statt Börsenbahn, also auch einer der Bahnexperten und emeritierter Professor für Informatik und hat quasi diese Kenntnisse in integrale Taktfahrpläne umgesetzt und beschäftigt sich deswegen sehr intensiv damit und wird Ihnen gleich was zum Deutschlandtakt noch präsentieren. Klaus Beselski muss sich wahrscheinlich am wenigsten vorstellen, vor allem der Vorsitzende der GDL, der Ihnen gleich die Position der GDL auch zu der Frage, wie geht es weiter mit der Bahn oder wie sollte es weitergehen, präsentieren wird. Und dann, last but not least, Eisenhard von Löper ist der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 und der wird Ihnen gleich noch einige neue Erkenntnisse oder einige neue Entwicklungen bei Stuttgart 21 präsentieren, die ja mit dem Wohlergehen der Bahn hat das ja sehr grundlegend zu tun und auch ein neues juristisches Gutachten, was dazu gemacht worden ist, wo es um den Ausstieg von Stuttgart 21, aus Stuttgart 21 geht. Ja, es gibt jetzt kurz von jedem auf dem Podium 5 Minuten Eingangsstatement und dann ist der Raum offen für Ihre Fragen, die Sie wahrscheinlich haben oder die sich daraus noch ergeben. Deswegen würde ich jetzt als erstes das Wort an Winfried Wolf übergeben, der Ihnen den alternativen Geschäftsbericht für dieses Jahr kurz vorstellen wird. Ja, schönen Morgen. Ich bin Schwabe und Schwaben sind Sammler von Texten und anderen Dingen. Und ich habe in meinem Archiv 25 Jahre nach der Bahnreform einfach mal mir die alten Texte von Heinz Dürr 94, 92, 91, 93 durchgelesen. Ich war damals im Bundestag, als er Bahnchef war, als MdB. Damals empfand ich ihn als jemand, der die Bahn privatisiert, aber verrückt war, dass wir jetzt, als wir den alternativen Geschäftsbericht entwickelt haben, die alten Zitate von Herrn Dürr genommen haben und die bei allen Punkten, das sind 13 Punkte, immer entgegengesetzt haben, was sagte damals Herr Dürr als Sprecher für das Projekt Bahnreform und was ist heute daraus geworden. Und in den 13 Punkten haben wir festgestellt, es sind einfach immer tolle Sachen gesagt worden, 200, 300, 400 bis 95, und immer eine Katastrophe hinterher in der Bilanz, wenn man heute sich die Sachen anschaut. Das heißt, in Bezug auf den Verkehrsmarkt ist damals schon gesagt worden von Dürr, was alles schiefläuft, was anders gemacht werden muss, wenn die Bahn realisieren soll. Es ist gleich geblieben bei der Benachteiligung der Schiene. In Bezug auf das Projekt mehr Verkehr auf die Schiene gibt es einen einzigen Punkt. Beim Schienennahverkehr ist der Anteil gestiegen, ganz eindeutig, durch deutlich mehr Regionalisierungsmittel, als früher gezahlt worden sind. Aber in allen anderen Bereichen, Fernverkehr gleich geblieben, Güterverkehr den Anteil gehalten und so weiter. Was die Kundenorientierung betrifft, gab es damals auch viele tolle Sprüche, was gemacht worden sollte, transparentes Preissystem, Bahncard ausbauen und so weiter. Gegenteil passiert, Intransparenz und Bahncard abgebaut. Bei der Infrastruktur gab es einen fortgesetzten Abbau von 18% bei den Streckenlängen, vor allem bei Weichen, bei Ausweichgleisen und so weiter. Bei der Verkehr in der Fläche wurde eine ganze Zuggattung, der Interregio, abgeschafft, der erfolgreichste Zug war bis 98, 99 ungefähr, mehr Fahrgäste hatte als ICE oder ECIC. Nachtzugsystem, da hatten wir vor 3 Jahren, glaube ich, sogar eine Pressekonferenz mit Herrn Beselski gemacht hier, wo es darum ging, dass die Bahn den Nachtzug einstellen will. Wir haben erklärt, warum das ein Wahnsinn ist, warum gerade Nachtzüge eine Chance bieten, auch den Flugverkehr zu reduzieren. Er wurde eingestellt, aber die ÖBB macht Nachtzug erfolgreich, zum Teil auf der Linie, wo früher die Deutsche Bahn AG gefahren ist. Ganz verrückt, Taktplan, integraler Taktfahrplan, habe ich nicht gewusst. Dürr hat propagiert, 1993, man muss einen integralen Taktfahrplan entwickeln, wie der aussehen soll und so weiter, dass nicht die Höchstgeschwindigkeit entscheidend ist, aber 2 Jahrzehnte lang wurde auf Hochgeschwindigkeit die Züge getrimmt. Jetzt wird gesagt, seit 3 Monaten, dass der Deutschlandtakt da kommen soll. Bahnhofskultur finde ich mit dem verrücktesten Punkt. Damals wurde gesagt, wir knüpfen an die große Tradition der schönen Bahnhöfe. Der Begriff Bahnhofsmilieu dürfte nicht mehr negativ besetzt sein. Wir erleben jetzt, dass ungefähr 80% aller Bahnhöfe
verbrettert, verpisst, vernagelt, kaputt, leer sind, kein Personal mehr haben und eine Schande sind für die entsprechenden Orte und Dörfer und Städte. Stuttgart 21, das ist der einzige Punkt, wo Herr Dürr damals genau das gesagt hat, was heute der Fall ist. Ein Immobilienprojekt, ja. Das war damals vorher schon ein Immobilienprojekt. Es ging nicht um größeren Bahnhof, nicht um bessere Bahn, sondern primär Verwertung von 80 Hektar im Zentrum der Stadt. Heute ein Projekt, was zum Hochsicherheitsrisiko für die Bahn geworden ist und was ein finanzielles Desaster sein wird. Auch Bahnbeschäftigte wurde damals gesagt, ich schätze, dass er bis jetzt genau dazu in Details reingehen wird, dass alle Beschäftigten bei der Bahn, der Reichsbahn und Bundesbahn eine Perspektive haben würden, Halbierung der Beschäftigten. Ausland wurde damals gesagt, Ausland wird die Bahn nur dort sich engagieren, wo es zum Kerngeschäft in Deutschland gehören würde. Die Realität ist heute, wir haben die Hälfte des Umsatzes im Ausland, was weitgehend nichts zu tun hat mit den Aktivitäten der Deutschen Bahn AG. Und zum Schluss noch die finanzielle Seite. Es gab keine Entlastung der Steuerzahlenden und vor allem haben wir heute wieder eine Rekordverschuldung bei der Deutschen Bahn AG von über 20 Milliarden Euro. Ich zitiere am Schluss unseres Berichts Moody's und Standard & Poor's, die sagen, dass eigentlich die Bahn vor der Pleite steht, dass nur weil der Staat hinter der Bahn steht, diese Pleite wahrscheinlich ausbleiben wird, weil der Staat letzten Endes einspringen würde. Auf der Basis haben wir ein 10-Punkte-Programm vorgelegt, das nennen wir Rette die Bahn-Initiative, wo Sie nachlesen können, in welchen Punkten wir vorschlagen, aktiv zu werden. Ein ganz entscheidender Punkt, dann bin ich schon zum Ende, ist der, dass wir sagen, dass die Infrastruktur ein einheitlicher Betrieb sein sollte und dass die Kosten für die Nutzung der Trassen, also die Trassenentgelte und Stationsentgelte, massiv gesenkt werden sollen und vor allem, dass die hohen Gewinne, die jetzt die Infrastruktur macht, also DB Netz und Station und Service, nicht abgeführt werden dürfen an die Holding, die dann irgendwo in Georgien oder in China neue Sachen aufkauft, sondern primär dienen muss, um insgesamt wieder ins Kerngeschäft zu investieren. Soweit und Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann gebe ich gleich weiter an Wolfgang Hesse zum Thema integraler Taktfahrplan. Den Text übrigens noch als Hinweis finden Sie auch in diesem hinten mit dran geheftet, also den Text von Wolfgang Hesse, was er jetzt vorstellen wird. Genau. Also